Und dann setze ich mal in eine gemütliche Haltung, gerne in den Schneidersitz oder in Sukhasana. Leg dir gerne was runter, um ein bisschen höher zu sitzen. Und dann schließ mal deine Augen. Die Hände ruhig auf die Knie ab. Und dann spür erstmal deinen Kontakt mit dem Boden. Spür mal deine Auflagefläche, deine Füße, Waden, Beine und Gesäß auf der Matte oder auf der Decke. Und dann beginn mal mit einer tiefen Bauchatmung. Wenn du einatmest, hebt sich die Bauchdecke leicht an. Und dann atme genauso entspannt und lange wieder aus. Geh mal mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Becken, zu deinem Steißbein, das Ende der Wirbelsäule. Vielleicht magst du dein Becken leicht bewegen, um so deine Mitte zu finden. Und dann mit der nächsten Einatmung versuch dich mal vom Steißbein her langsam aufzurichten. Jeden Atemzug wanderst du an der Wirbelsäule langsam nach oben. Du kannst dir vorstellen, wie du Wirbel für Wirbel mitnimmst in eine lange Streckung der Wirbelsäule. Und atme ganz langsam ein und aus. Wander mit deiner Aufmerksamkeit die Wirbelsäule entlang, über deine Brustwirbelsäule hoch zur Halswirbelsäule. Lass dabei die Schulter mal ganz locker. Dann zieh dich auch im Nacken ganz lang. Vielleicht magst du dir vorstellen, dass dann an deinem Hinterkopf ein Faden befestigt ist, der dich nach oben Richtung Decke, Richtung Himmel lang zieht. Dein Hals, dein Nacken wird immer länger. Und atme dich so mit jedem Atemzug vom Steißbein bis Halswirbelsäule ganz lang in eine aufrechte Haltung. Entspann auch mal dein Gesicht. Deine Stirn ist ganz glatt. Deine Augenbrauen sind locker. Vielleicht magst du mal den Unterkiefer lockern. Den Mund kannst du leicht öffnen, so ein bisschen hin und her schieben. Spür die Lockerung im Kiefergelenk. Schultern sind entspannt. Und atme tief ein und aus. Und wenn du einatmest, achte auch mal darauf, dass du in die Rippen seitlich einatmest. Bis in die Schlüsselbeine nach oben, die Luft in die Lunge einsaugst, dein ganzes Lungenvolumen ausschöpfst. Und dann wie so ein Ballon, aus dem die Luft rausweicht, langsam wieder ausatmen. Diese Lunge sinkt wieder in sich zusammen, bis sie wieder einatmet und dich weit aufbläht von innen heraus. Und das nächste Mal ausatmest, lass mal dein Kinn Richtung Brustbein sinken. Und öffne die Augen. Und die Arme an die Seite. Atme ein, zieh die Arme über die Seite nach oben ganz lang. Und atme aus, streck dich, öffne ganz weit. Sehr schön. Und nochmal einatmen, ganz weit aufmachen. Dann lehn dich mal rüber auf die rechte Seite. Stütz dich ab und zieh dich ganz lang. Mach die Flanke auf. Atme ein, zieh beide Arme nach oben. Richtung Decke hoch. Und dann ausatmen zur anderen Seite. Lang strecken. Einatmen, wieder hoch, zieh beide Hände nach oben und dann zur Seite beide atmen, Arme ausatmen. Verschränk mal die Hände hinten am Kreuzbein, zieh mal die Schulter nach hinten, die Schulterblätter zusammen, dann zieh mal die Arme nach hinten hoch. Sehr schön, atme jetzt 2, 3 Atemzüge in die Brust ein und aus. Es fühlt sich ein bisschen enger an, versuch mal in die Schlüsselbeine einzuatmen, deine Arme nach hinten zu strecken, dein Brustbein nach vorne zu schieben, sehr schön. Und dann mit der nächsten Ausatmung löse, leg die Handrücken auf die Oberschenkel, runde mal die Wirbelsäule, zieh den Kopf ein. Und dann einatmen, richte dich auf. Sehr
Sehr schön. Gut, dann wärmen wir uns auf. Stell dich mal langsam an den Anfang der Matte, räum die Matte frei, die Mauerdecke zur Seite. Stell dich vorne an die Matte. Es folgen jetzt einige Runden Surya Namaskar in verschiedenen Variationen, dass es so richtig schön warm wird. Stell dich mal so hin, dass du einen Fußbreit Platz hast zwischen den Füßen. Schon mal deine Fersen am Boden. Zieh mal die Zehen nach oben und spreiz sie mal. Und dann legst du mal weit aufgefächert nach vorne wieder ab. Sehr schön. Genau, aufrecht hinstellen. Atme ein. Zieh die Arme nach vorne lang. Und dann ausatmen. Komm über vorne in die Vorwärtsbeuge tief. Kopf ist locker. Atme ein, nimm rechts einen großen Schritt zurück. Lass das Knie etwas absinken. Und dann komm mit der Ausatmung herabschauen. Den Hund nach hinten, zieh dich ganz lang, sehr schön. Einatmen, komm nach vorne in die schiefe Ebene. Schau, dass die Schultern über den Handgelenken stehen, sehr schön. Und dann die Knie absetzen, Brustbein zwischen den Händen und Kinn absetzen. Leg dich dann ganz auf den Boden, atme ein, komm in die Kobra nach oben, zieh die Schulterblätter zusammen. Sehr schön, stell die Füße wieder auf und komm hoch in den herabschauenden Hund. Zieh dich nach hinten lang, Fersen Richtung Boden, wunderbar. Und dann einatmen, rechts einen großen Schritt nach vorne, linkes Knie sinkt etwas ab. Und dann komm in die Vorwärtsbeuge nach vorne, streck die Beine, Kopf tief. Einatmen, über vorne nach oben, lang ziehen. Und ausatmen, senken. Die linke Seite einatmen, Arme weit nach oben lang. Ausatmen, über vorne tief in die Vorwärtsbeuge, streck den Körper lang. Einatmen, links zurück, großer Schritt, Knie sinkt etwas ab und dann ausatmen, komm den herabschauenden Hund. Sehr gut. Einatmen, zieh dich nach vorne mit den Schultern über die Handgelenke. Wunderbar, ausatmen, Knie absetzen, Brustbein und Kinn. Ganz in die Bauchlage einatmen, komm in die Kobra, zieh dich nach oben. Sehr schön, ausatmen, Füße aufstellen, komm hoch. Herabschauen, der Hund nach hinten langziehen. Einatmen, linkes Bein nach vorne, weit vor. Und dann komm in die Vorwärtsbeuge mit der Ausatmung, streck die Beine, den Oberkörper tief. Einatmen, komm über vorne nach oben, zieh dich lang und ausatmen, absinken, sehr schön. Zweite Runde mit Chaturanga und Sprung nach hinten, einatmen, komm hoch, zieh dich weit hoch und lang. Ausatmen, über vorne tief, Hände zum Boden, Beine etwas beugen. Und jetzt springen mit der nächsten Einatmung in die schiefe Ebene zurück, sehr schön. Mit der Ausatmung in den herabschauenden Hund, Schultern breit, Brustbein tief. Einatmen, komm nach vorne in die schiefe Ebene. Bleib gestreckt, Chaturanga heißt Ellenbogen beugen, genau, Bauchlage langsam ablegen. Wunderbar, einatmen, Cobra. Schulterblätter zusammen, wunderbar. Füße aufstellen, komm hoch, Bauch fest in den herabschauenden Hund, weit nach hinten lang ziehen und dann rechts nach vorne atme einen großen Schritt. Sehr gut, atme aus, komm ganz nach vorne mit dem linken Fuß, streck die Beine, Stirn Richtung Schienbeine, sehr schön, einatmen, komm nach oben, zieh dich hoch, lang, mach die Vorderseite auf und ausatmen, Arme senken, linke Seite, einatmen, zieh die Arme nach oben lang, Vorderseite öffnen und dann ausatmen, über vorne tief, Beine leicht beugen, Hände zum Boden, spring mit der Einatmung zurück, sehr schön. Ausatmen, herabschauen, der Hund, streckt die Arme und die Beine lang, einatmen, komm in die schiefe Ebene nach vorne, Schultern über die Handgelenke, Chaturanga, Arme beugen, gestreckt zum Boden und dann einatmen, in die Kobra hoch, Schulterblätter fest zusammen, stell die Füße auf, Bauch fest, zieh dich hoch, komm in den herabschauenden Hund, Brustbein tief und dann einatmen, links nach vorne, großen Schritt. Und geh ganz weit nach vorne in die Vorwärtsbeuge, streck die Beine, Steißbein Richtung Decke, Kopf tief. Und dann einatmen, komm nach oben, zieh dich lang. Mach die Vorderseite auf und ausatmen, langsam. Nächste Runde mit Utkatasana, einatmen, zieh dich weit hoch. Ausatmen, über vorne, schwing die Arme durch, hinten zum Becken hoch, Arme Richtung Decke, sehr schön. Ja, aufmachen. Und dann einatmen, komm tief mit dem Gesäß in die Arme wieder nach oben
Und dann mit der Ausatmung setz dich in den Stuhl. Mal Bauch einziehen und Rücken lang. Sehr schön. Und dann die Arme tief einatmen, rechts zurück. Knie sinkt etwas ab. Ausatmen, links dazu, komm in den herabschauenden Hund. Drück die Hände fest in den Boden, schieb dich nach hinten. Atme ein, komm nach vorne in die schiefe Ebene. Entscheide, ob du Knie, Brust und Kinn oder Chaturanga dich langsam ablegen magst. Und dann einatmen, Cobra. Schulterblätter schön fest zusammenziehen. Füße wieder aufstellen, komm hoch. Zieh dich nach hinten lang in den herabschauenden Hund, Fersen zum Boden. Und dann einatmen, rechts nach vorne, großen Schritt, sehr schön. Links dazu, atme aus, streck die Beine und tief mit der Stirn. Einatmen, komm nach oben, zieh dich lang, mach die Vorderseite auf, zieh die Arme an den Ohren vorbei und ausatmen, senk. Nächste Runde nochmal Utkatasana, einatmen, zieh dich lang hoch, Vorderseite öffnen. Und dann ausatmen, schwing durch, nach hinten hoch, Arme Richtung Decke über den Kopf. Einatmen, Gesäß tief, schwing die Arme nach oben und dann setz dich in Utkatasana. Lass dein Brustbein oben, Bauch fest, sehr schön. Einatmen, links zurück, großen Schritt, Knie sinkt etwas ab. Ausatmen, nimm rechts dazu, zieh dich zurück, drück die Hände in den Boden, Fersen in den Boden. Atme ein, komm nach vorne in die schiefe Ebene, Schultern über die Handgelenke. Und dann Knie, Brust und Kinn oder Chaturanga zum Boden ausatmen. Einatmen, komm in die Cobra, Schulterblätter fest zusammen, wunderbar. Und dann stell die Füße auf, mach den Bauch fest, zieh dich nach oben, nach hinten lang, Brustbein etwas absinken lassen. Und dann komm mit links nach vorne, einen großen Schritt zwischen die Hände. Und dann zieh den rechten Fuß dazu, komm in die Vorwärtsfolge, Beine strecken, Oberkörper tief. Einatmen, zieh dich über vorne nach oben lang, die Arme in den Ohren etwas vorbei und ausatmen. Senken, sehr schön. Nächste Runde mit Seilstütz, einatmen, komm nach oben lang. Ausatmen, zieh dich über vorne tief, Kopf ist ganz locker. Einatmen, nimm rechts zurück, einen großen Schritt. Das Knie sinkt etwas auf und ab, dass wir die Hüfte öffnen. Und dann komm in den herabschauenden Hund, zieh dich lang nach hinten, drück die Fersen in den Boden. Einatmen, komm nach vorne, stell die Schultern über die Handgelenke. Jetzt kipp auf die rechte Seite, Fuß Außenkante, Innenkante zum Boden. Sehr schön, linker Arm geht nach oben, dreh dich auf. Wunderbar, fest, Hand ist fest im Boden. Einatmen, komm wieder zurück. Fersen zeigen Richtung Decke, bleib hier, ordentliche schiefe Ebene, rüber auf die linke Seite. Und dann den anderen Arm nach oben, streck ihn gerade hoch zur Decke, super. Atme ein, komm zurück, Fersen nach oben, Schultern über die Handgelenke und dann Chaturanga oder Knie, Brust und Kinn, wie du magst, einatmen, Cobra. Wunderbar, Schulterblätter zusammen. Stell die Füße auf, komm den herabschauenden Hund, zieh dich hoch. Brustbein tief, wunderbar. Und dann einatmen, rechts nach vorne, großen Schritt. Mit der Ausatmung komm ganz nach vorne, streck die Beine und den Oberkörper tief. Einatmen, komm hoch, zieh dich lang. Arme strecken, Brustbein anheben und ausatmen, senken. Und die linke Seite einatmen, lang hoch. Ausatmen, über vorne, tief. Komm mit links zurück mit der Einatmung, das Knie sinkt etwas ab. Ausatmen, herabschauender Hund, Brustbein tief, super, Kopf locker. Und dann komm mit der Einatmung nach vorne in die schiefe Ebene. Stell die Schultern über die Handgelenke. Jetzt kipp auf die linke Seite, Füße stehen nebeneinander. Rechter Arm geht nach oben, gerade Richtung Decke. Wie eine parallele Linie, die Arme, sehr schön. Und dann komm zurück, atme ein. Bauch zeigt gerade nach unten und dann rüber auf die andere Seite. Linker Arm nach oben. Zieh dich lang. Den nächsten Einatmen, komm wieder in die schiefe Ebene, Fersen Richtung Decke. Und ausatmen, Knie, Brust und Kinn oder Chaturanga, wie du magst. Sehr schön. Und dann atme ein, komm in die Cobra. Schulterblätter zusammen, Ellenbogen nah am Körper. Super. Dann stell die Füße auf, wenn du ausatmest. Komm nach oben. Zieh dich weit zurück, drück die Hände in den Boden, schieb dich nach hinten, super.
Atme einen links nach vorne zwischen die Hände. Und dann komm mit der Ausatmung ganz nach vorne. Streck die Beine. Stirn Richtung Schienbeine. Atme aus. Atme ein. Komm über vorne nach oben. Streck dich lang. Und ausatmen. Drei Runden haben wir noch. Einatmen. Komm hoch. Zieh dich lang. Und dann ausatmen, über vorne tief, vorwärts beugen. Wir bauen Krieger 1 ein. Einatmen, rechts, großen Schritt zurück, lass das Bein gestreckt. Drück deinen linken Fuß in den Boden. Jetzt komm mit der Einatmung nach oben, schließ die Hände und zieh dich mit der Ausatmung mal nach hinten in die Rückbeuge. Ja. Einatmen, komm wieder hoch. Hände zum Boden und ausatmen, herabschauender Hund, zieh dich lang nach hinten. Drück dich mit den Händen nach hinten ab. Atme ein, komm nach vorne, schiefe Ebene, Schultern weit, Vorarme gestreckt, ausatmen, Knie, Brust und Kinn oder Chaturanga ablegen. Einatmen in die Cobra, roll hoch, Ellenbogen nah am Körper und dann stell die Füße auf, komm hoch, zieh dich nach hinten lang, drück die Fersen Richtung Boden, dehn die Beinrückseiten und komm mit der Einatmung mit rechts nach vorne, großen Schritt, linke Knie sind etwas ab, super. Komm ganz nach vorne, streck die Beine, Oberkörper tief. Einatmen, komm hoch, lang gestreckt. Arme nach hinten und ausatmen, senken. Linke Seite, einatmen, zieh dich weit hoch, mach dich auf vorne. Und dann ausatmen, tief vorwärts bei. Linke Seite, weit zurück, atme ein, lass das Bein gestreckt. Drück den rechten Fuß in den Boden, komm nach oben, nimm die Arme und zieh dich nach oben auf, sehr schön. Ausatmen, leg dich nach hinten in die Rückbeuge. Den nächsten Einatmen, komm nach vorne, Hände wieder abstützen, rechts zurück. Und dann komm in den herabschauenden Hund, lass das Brustbein absinken, Arme gestreckt, wunderbar. Einatmen, komm nach vorne. Schiefe Ebene und dann entscheide, Knie, Brust und Kinn oder Chaturanga ablegen. Einatmen, Cobra, Ellenbogen, nah, Schulterblätter zusammen. Mit der Ausatmung Füße aufstellen, drück dich ab, zieh dich weit lang nach hinten, sehr schön. Atme ein, komm nach vorne mit links, großen Schritt zwischen die Hände und dann komm ganz nach vorne in die Vorwärtsbeuge, Oberkörper tief, Beine strecken. Einatmen, komm hoch, zieh dich lang, wunderbar und dann ausatmen, langsam. Nächste Runde, eine Variation im Hund, der nach unten schaut. Einatmen, hoch. Ausatmen, über vorne, tief vorwärts beugen. Einatmen, rechts einen großen Schritt zurück, Knie sinkt etwas ab. Ausatmen, nimm links dazu, zieh dich lang zurück. Bleib jetzt hinten, atme ein, zieh dein rechtes Bein gestreckt nach oben Richtung Decke, wunderbar. Und jetzt zieh dein Knie nach vorne, schieb dein Gewicht auf die Hände, schief eben das Knie zwischen die Hände vor, super. Und dann wieder zurück, einatmen, Bein nach oben lang. Jetzt gehen wir von hier in die dreibeinige schiefe Ebene. Das heißt, die Schultern nach vorne stellen sich über die Handgelenke, super. Und ausatmen, Chaturanga, langsam ablegen, bis dein rechter Fuß den Boden berührt. Sehr schön. Einatmen, Cobra, Schulterblätter fest zusammenziehen und dann stellen. Füße auf, komm hoch, zieh dich lang zurück, herabschauen, der Hund, Fersen zum Boden. Einatmen rechts, großen Schritt nach vorne. Atme aus, komm in die Vorwärtsbeuge, streck die Beine, Oberkörper tief. Einatmen, komm hoch, zieh dich lang, Arme an den Ohren vorbei, sehr gut. Und dann ausatmen, senken. Die linke Seite. Einatmen, Arme hoch, ausatmen, über vorne, tief, atme einen links groß, zurück, Knie sinkt etwas ab, ausatmen, rechts dazu, zieh dich lang, Fersen in den Boden, bleib jetzt hier, den nächsten Einatmen, heb dein linkes Bein nach oben weit an, sehr schön, komm nach vorne mit dem Gewicht auf die Hände, zieh dein linkes Knie nach vorne zwischen die Hände, halte. Komm wieder zurück mit der Einatmung nach oben. Streck dein Bein lang. Jetzt kommen die Schiefebene dreibeinig. Lass das Bein in der Luft. Schultern hoch. Sehr schön. Chaturanga. Arme beugen, bis der Fuß zum Boden kommt. Absetzen. Sehr gut. Mit der nächsten Einatmung in die Cobra.
Stell die Füße auf, drück dich ab und komm in den herabschauenden Hund, atme aus. Links nach vorne, atme einen Fuß zwischen die Hände absetzen. Und dann komm ganz nach vorne, in die Vorwärtsfolge, atme aus in die Stirn Richtung Schienbeine. Atme ein über vorne, zieh dich lang nach oben. Und dann ausatmen, absetzen. Allerletzte Runde nochmal ganz Standard Surya Namaskar. Schön langsam, spür die Energie, die du jetzt im ganzen Körper verteilt hast. Atme aus, über vorne, tief. Nächste Einatmen, komm zurück, rechts einen großen Schritt. Der Ausatmen, geh in den herabschauenden Hund, zieh dich lang, Beine, Arme gestreckt. Einatmen, komm nach vorne, die schiefe Ebene, Schultern stehen über den Handgelenken, Knie, Brust und Kinn oder Chaturanga, ausatmen. Einatmen, in die Cobra, Schultern zurück, Schulterblätter zusammen. Füße aufstellen, atme aus, zieh dich nach hinten lang. Atme ein, rechts einen großen Schritt nach vorne zwischen die Hände. Und dann atme aus, nimm deinen linken Fuß nach vorne, streck die Beine, Stirn tief. Atme ein, über vorne, komm hoch, zieh dich lang. Und aus. Denn wenn du magst, kannst du die letzte Runde auch mit geschlossenen Augen ausführen. Dann bist du noch ein bisschen mehr in dir und spürst, wie der Körper und die Atmung zusammenarbeiten. Atme aus, über vorne, tief. Wenn du die Hände am Boden hast, hast du Sicherheit. Jetzt, die bleiben an der gleichen Stelle. Atme ein, komm links zurück. Lass die Hände jetzt immer da, falls du mit geschlossenen Augen übst. Und dann rechts dazu kommen, den herabschauenden Hund, zieh dich lang. Drück die Hände in den Boden, Fersen tief. Einatmen, komm nach vorne, streck den Körper, Fersen bleiben hinten. Ja. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn. Einatmen, Cobra, Schultern zurück, Schulterblätter schön zusammen. Und dann Füße aufstellen, drück dich hoch. Komm hoch zurück, zieh dich lang. Und dann bring den linken Fuß nach vorne mit der Einatmung, großen Schritt. Ausatmen, komm ganz nach vorne, streck die Beine, Oberkörper tief. Einatmen, zieh dich über vorne nach oben lang, noch einmal die Arme schön lang ziehen. Und dann ausatmen, absehen. Sehr schön. Öffne mal die Beine etwas, schließ die Augen. Komm mal die Schultern zurück, lass die Arme seitlich am Körper locker hängen. Spür ein wenig nach. Spür vielleicht, wie dein Herz schneller klopft nach den vielen Runden Aufwärmen jetzt. Und öffne die Augen wieder, schließ mal die Füße, lass dich Wirbel für Wirbel langsam abrollen, lass die Arme nach vorne hängen, lass den Kopf schwer werden, vielleicht magst du die Arme verschränken. Und dann die Stirn auf deinen Unterarm drauflegen, einfach den Oberkörper immer schwerer werden lassen. Zieht nach vorne zu den Zehen hin, streckt die Beine, schiebt dein Steißbein nach hinten raus. Wunderbar. Und dann bring die Hände zum Boden, beugt die Beine. Und dann leg dich nach hinten ab in Surya, in Shavasana meine ich, einfach ablegen, Beine ausstrecken, Arme ausstrecken. Und dann spüren wir ein paar Atemzüge nach. Und dann zieh mal ein Knie heran und greif ein Schienbein und dann komm mit etwas Schwung zum Sitzen hoch. Gut aufgewärmt? Ja. Gut, dann machen wir jetzt noch, weil das der erste Teil der Yogastunde ist, da geht es darum, sich aufzuwärmen, machen wir noch zwei Dehnübungen. Das sind so, finde ich, die klassischen Dehnübungen, um so ein bisschen unser Sitzen auszugleichen, was wir im Alltag machen.
Wir machen die Beinrückseitendehnung. Dazu kannst du mal den Gurt nehmen. Falls du jetzt zu Hause keinen Gurt hast, kannst du auch einen Gürtel oder ein Tuch oder ein Handtuch binden. Das wäre auch möglich. Nimm mal eine ganz große Schlaufe. Mach den Gurt weit auf. Ist schon weit geöffnet. Und dann stell mal dein linkes Bein auf. Streck dein rechtes Bein aus. Und leg den Gurt um deinen rechten Fuß herum. Mach deine Schlaufe weit auf. Zieh dein Bein heran und dann schlüpf mal in den Gurt hinein. Genau. Schau mal, wo die Schnalle gerade ist. Hol dir die mal nach vorne an die Wade. Dreh mal den Gurt so weit. Genau. Und dann achte mal drauf, dass das Ende zu dir herzeigt. Du kannst den Gurt jetzt einfach weiter drehen. Genau. Und das Ende zeigt zu dir, dass du dran ziehen kannst. Wunderbar. Dann kannst du dich hier festhalten und dann nach hinten langsam ablegen. Hol dich ab und leg dich auf deinen Rücken. Der Gurt ist am Oberkörper ungefähr eine Handbreit unter der Schulter. Genau. Sehr schön. Und dann schau mal am Fuß, dass der Gurt so im vorderen Drittel ist. Dein Großzehengelenk sollte frei sein. Auch die Zehen sind frei in der Luft. Und jetzt ziehst du mal den Gurt so fest, dass du dein Bein immer noch beugen und strecken kannst. Dass es sich gut bewegen lässt. Genau. Hier. Sehr schön. Dann kannst du Arme ablegen. Und bevor wir in die Dehnung gehen, mobilisieren wir das Knie etwas. Also beuge und strecke dein Knie ein paar Mal. So 4-5 Mal. Das Knie heranziehen. Wieder ausstrecken. Und immer noch schauen, wenn der Gurt zu fest ist, dann lockerst du ihn wieder etwas. Wenn du merkst, oh, das ist eigentlich noch gar nicht so gespannt. Genau, einfach ein bisschen nachziehen, selber gucken, dass es hier passt. Dann gehen wir in die vollständige Dehnung. Streck dein Bein ganz nach oben. Das Bein zeigt Richtung Decke. Und dann korrigieren wir jetzt den Fuß ein wenig. Schieb mal die Ferse zur Decke hoch. Die Zehen ziehst du zum Gesicht heran. Spürst du Dehnung auf der Beinrückseite? Ja, nee, noch gar nicht. Okay, dann kannst du enger ziehen. Dann kannst du enger ziehen, das Bein näher zu dir heranholen. Wunderbar. Dann nimm mal deine beiden Hände und leg sie mittig auf den Oberschenkel. Leg die Hände aufeinander und jetzt drück mal deinen Oberschenkel weg aus der Mitte heraus. Spür, dass sich dein Becken wieder mehr auf den Boden ablegt. Das heißt Kreuzbein genau, Steißbein abrollen. Möchtest möglichst viel Kontakt mit der Beinrückseite haben. Achte darauf, dass das Bein gestreckt bleibt. Weiterhin die Ferse nach oben zieht Richtung Decke, die Zehen zum Gesicht heran. Sehr schön. Und dann versuch dein Bein dort zu halten, kannst du die Hände wieder ablegen auf den Boden. Die Beinrückseitendehnung bleibt man immer ein paar Minuten. Das Bindegewebe braucht ein bisschen länger, bis es auch dehnbereit ist sozusagen. Und wenn es sich für dich gut anfühlt, kannst du gerne dein linkes Bein auch noch nach vorne ausstrecken. Gerade nach vorne schieben, mal schauen, wenn du merkst, es geht ganz gut, dann legst du dein Bein nach vorne ab. Falls sich das nicht so gut anfühlt, stellst du es wieder auf. Falls du das Bein ausstreckst, schieb auch am Boden die Ferse weg. Sehr gut, ja. Beide Fersen ziehen auseinander. Und jetzt in den nächsten Atemzügen atme mal vor allen Dingen in den Bauch ein, in den unteren Bereich. Der Ausatmen kannst du dir vorstellen, wie du die Atmung über die Beinrückseite, über die Ferse nach oben rausschickst und Länge schaffst in deiner Beinrückseite. Und atme weiter, schau, dass die Schultern entspannt bleiben, der Nacken lang ist. Weiterhin Ferse und Zehen. In die Länge sich ziehen. Wir halten das eine Minute.
Und für die letzte halbe Minute gehen wir ein bisschen in die stärkere Dehnung, so aus der Komfortzone heraus. Da kannst du, wenn du magst, entweder die Hände in den Gurt nehmen und das Bein näher heranziehen oder den Gurt ganz festziehen, enger ziehen. Kannst du selber überlegen und das Bein heranziehen, sodass du jetzt ganz deutlich die Beinrückseitendehnung spürst. Und achte darauf, dass dein Bein gestreckt bleibt. Genau, weiter in die Zehen heranziehen, Bein durchstrecken. Wenn du die Hände am Gurt hast, schau, dass die Schultern entspannt bleiben. Genau, die Kraft kommt jetzt aus dem Unterarm, aus den Händen, das Bein zieht zum Gesicht heran. Und da bleiben wir noch für so etwa 4 Atemzüge. Langsam wieder lösen. Jetzt beugen wir nur das rechte Bein und dein linkes Bein nach oben in die Luft. Und dann stell den Fuß neben den rechten Fuß in den Gurt und dann nimmst du deinen rechten Fuß heraus, stellst das Bein erstmal auf und dann vielleicht den Gurt wieder etwas lockern oder so lassen, sodass du das Bein beugen und strecken kannst. Machen wir das Ganze auch noch auf der linken Seite. Wunderbar. Okay, dann richte den Gurt am Fuß wieder so ein, dass der Brustzehgelenk ist frei. Alle Zehen sind frei und dann beugen und strecken wir das linke Bein erstmal ein bisschen. Auch das Kniegelenk möchte vorbereitet werden. Ein bisschen nachjustieren den Gurt, sodass der Gurt nicht runterfällt, aber auch so, dass ein bisschen Spannung spürbar ist. Genau, 3-4 Mal, noch 2 Mal beugen und strecken. Und dann gehen wir in die vollständige Dehnung. Streck das ganze linke Bein aus. Schieb die Ferse Richtung Decke, zieh die Zehen zum Gesicht heran. Und dann spür mal, ob du eine Dehnung wahrnehmen kannst. Wenn es noch gar nicht so viel spürbar ist, dann zieh den Gurt etwas enger, dass das Bein näher zu dir herankommt. Und dann nimm mal die Hände, leg sie aufeinander und leg sie mittig auf den Oberschenkel und dann drück mal den Oberschenkel aus der Mitte weg. Versuch dein Becken mehr abzulegen, Richtung Steißbein abzurollen. Sehr gut, Bein bleibt gestreckt, Oberschenkel wird weggeschoben. Dann spür den Kontakt mit dem Boden. Spür dein Kreuzbein, Beinrückseite, Beckenrückseite am Boden. Und dann versuch das Bein dort zu halten, wenn du die Hände wieder löst und die Arme wieder ablegst. Dann kannst du mal schauen, ob du auch hier das rechte Bein ausstrecken magst nach vorne. Ob sich das gut anfühlt, dann streck das Bein aus und schieb auch hier die Ferse am Boden entlang weg. Achte darauf, dass das linke Bein gestreckt bleibt. Wunderbar. Und dann werden wir auch hier ungefähr eine Minute lang in der Dehnung bleiben. Für die zweite halbe Minute gehen wir nochmal aus der Komfortzone raus, ein bisschen stärker in die Dehnung, Hände an den Gurt, zieh das Bein heran, zieh das Bein so weit heran, dass du jetzt einen deutlichen Dehnschmerz spürst. Das kann sich auch ein bisschen unangenehm anfühlen. Und da atmest du jetzt rein in diesen Dehnschmerz, reinatmen, sehr schön mit der Ausatmung, lass diesen Dehnschmerz aus der Rückseite rausfließen aus dem Bein. Achte darauf, dass die Schultern entspannt bleiben, zieh dich in die Länge. Schon nochmal so 3-4 lange Atemzüge. Schau, dass die Zehen zum Gesicht herangezogen werden, Fersen Richtung Decke. Wunderbar. Und dann kannst du das linke Bein beugen, den Gurt nehmen, einfach hinter dir ablegen, hinter den Kopf. Und dann streck mal die Beine aus, die Arme zur Seite. Ja, ein bisschen lockern, wenn du das Bedürfnis hast, die Beine zu lockern.
Und spür mal in deine ganze Rückseite rein, die Länge auf der Beinrückseite, die sich auch bis in deinen Rücken im Becken hochzieht. Gut, dann mach die Augen wieder auf und dann kommen wir in die Bauchlage. Sehr schön, mal den Gurt einfach zur Seite legen. Leg mal die Hände nach vorne, mach ein Kissen mit den Händen, leg die Stirn drauf für einen Moment. Und hier nochmal ein bisschen nachspüren. Und dann schau mal, dass du vorne genug Platz hast. Vielleicht kommst du ein bisschen nach hinten. Jetzt streck mal einen Arm aus, genau, sodass du den Arm zur Seite gestreckt strecken kannst. Seitlich rüber, so auf 45 Grad nach rechts oben. Na, rechts oben, so auf 45 Grad, sehr schön. Linke Hand ist unter der linken Schulter. Aha, Ellenbogen ist nah dran. Stirn bleibt vorne am Boden, Nasenspitze ist am Boden. Und der rechte Arm ist so auf 1 Uhr. Wenn jetzt dein Kopf 12 Uhr wäre, seitlich 3 Uhr, dann hast du so auf 45 Grad deinen Arm gestreckt, die Finger spreizen, schön nach vorne schieben den Arm. Wunderbar. Wir werden es jetzt gleich auf die rechte Beckenhälfte rollen. Wir machen eine Brustdehnung auf der rechten Seite. Heb mal dein linkes Bein an und dreh dich hoch, heb das Bein an, roll dich auf die rechte Seite rüber, Stirn bleibt am Boden, Kopf bleibt am Boden, sehr schön. Und dann kannst du dein Bein, dein Becken immer weiter nach hinten ziehen, dein Bein weiter ziehen. Und dann kannst du entweder überlegen, ob du dein Bein beugen magst und den Fuß aufstellst und dein Knie Richtung Decke hochziehst. Oder wenn sich das nicht so gut anfühlt, kannst du dein Bein auch ausstrecken und gestreckt nach hinten schieben. Atme ein und zieh dich lang in der Wirbelsäule. Und wenn du ausatmest, drehst du dich im Becken noch weiter nach hinten ein. Linke Beckenhälfte schiebt nach oben hinten. Sehr gut. Nochmal das Steißbein lang. Becken lang ziehen. Sehr schön. Wunderbar. Atme tief ein. Spürst du die Dehnung rechts im Brustmuskel? Ja. Okay, gut. Sehr gut. Und dann versuch mal, deine linke Schulter kannst du locker lassen. Genau, Arm, Hand bleibt unter der Schulter, aber ganz entspannt die Schulter. Sehr gut, ja. Und jetzt in den nächsten Atemzügen atmest du ganz bewusst rechts nach oben bis zum Schlüsselbein nach oben ein. Die Lungen, die gehen bis zu dem Schlüsselbein hoch, da sind die Spitzen der Lunge. Und versuch mal zu spüren, ob du wahrnehmen kannst, wie du einatmest in die Lungenspitze rechts oben. Und wie du mit der Atmung diesen Brustmuskel von innen heraus dehnst. Sehr gut. Und das machst du jetzt ein paar Atemzüge lang und ziehst dich hier in die Länge. Wunderbar. Bleib so. Sollte sich dein Fuß nicht aufsetzen können, dein linker Fuß, dann streckst du das Bein eher aus. Oder wenn du einen Block hast, etwas, das du dir vorher unterlegen kannst, wenn du das nächste Mal übst, dann stellst du deinen Fuß etwas höher ab. Ansonsten, wenn der Fuß auf den Boden kommt, so wie hier, dann schön so bleiben und mit jeder Ausatmung versuchen, dich weiter einzudrehen, dein Becken nach hinten zu schieben. Also Vorderseite wird lang gezogen. Noch zwei lange Atemzüge. Und mit der nächsten Einatmung streck dein Bein erstmal wieder aus und dann schiebst mal aus der Hüfte nach hinten, bevor du ganz zurückkommst. Ganz nach hinten rausschieben und dann drück die linke Hand fest in den Boden und roll dich langsam in die Bauchlage zurück. Die linke Hand dient als Stopper. Sehr schön ablegen, wunderbar. Leg deine rechte Hand wieder unter die rechte Schulter und nochmal beide Schultern kreisen, lockern. Sehr gut. Die Stirn ablegen, kurz entspannen, Schultern entspannen.
einmal auf die linke Seite. Genau, mal deinen linken Arm nach vorne, so auf 45 Grad, sehr schön ausstrecken, Stirn ist am Boden, Nasenspitze bleibt am Boden, Nacken lang. Die rechte Hand ist unter der rechten Schulter, nach vorne, direkt unter der Schulter. Und dann heb dein rechtes Bein an, roll dich auf die linke Seite hoch. Und dann bleibt Stirn am Boden, rechte Hand ist am Boden. Und dann schau, dass du dich eindrehst, dein Becken nach hinten eindrehst, als willst du dein Kreuzbein nach hinten wieder ablegen auf dem Boden. Genau. Und dann gerne das Bein beugen, Fuß abstellen, vielleicht ein bisschen mehr, genau. Oder das Bein gestreckt lassen, mal schauen, was sich besser anfühlt. Der Einatmen streckt dich ganz lang im Rücken, steiles Bein verlängern. Und wenn du ausatmest, dreh dich im Becken weiter nach hinten. Stell dir vor, du möchtest dein Becken, dein Kreuzbein hinter dir wieder ablegen. Mit jeder Ausatmung drehst du dich weiter nach hinten ein. Wird schwer im rechten Bein. Lass dein Bein ganz schwer werden. Ja. Achte darauf, dass dein linker Arm gestreckt bleibt. Sehr gut, Finger gespreizt sind. Ja. Und atme auch hier links bis zum Schlüsselbein ein. Spür die Spitze der Lunge auf der linken Seite. Spür mit jeder Einatmung, wie sich die Lunge von innen aufbläht und der Brustmuskel gedehnt wird. Wunderbar. Und gönn dir so ein paar tiefe Atemzüge in den oberen Bereich und das Brustbein herum. Lass deinen rechten Arm locker, rechte Schulter locker. Und mach noch zwei lange Atemzüge. Lang ziehen mit der Einatmung in der Wirbelsäule. Mit der Ausatmung verlänger die Vorderseite, schieb dein Becken nach hinten. Und wenn du das nächste Mal einatmest, streck dein rechtes Bein erstmal nach hinten aus. Schieb das Bein aus der Hüfte nach hinten. Und dann komm langsam zurück, indem du die rechte Hand schön in den Boden drückst, als Gegendruck langsam auf den Bauch zurückrollen. Das Bein ablegen, Fuß drücken, nebeneinander legen. Und dann bring die linke Hand unter die linke Schulter und lockere hier. Schultern kreisen, locker lassen. Sehr gut. Stell mal die Füße auf. Hände sind unter der Schulter, drück dich hoch in den Vierfüßlerstand und zieh dich weiter nach hinten durch, lass die Hände vorne, genau, auf Becken zu den Fersen absetzen, Stirn entspannen, locker lassen hier. Und dann roll dich Wirbel für Wirbel nach oben zum Sitzen. Schön, vielen Dank. Danke dir.